Hallo an alle, hier ist der Robert. Heute gibt es von mir ein nächstes Video bezüglich dem Thema Jagdrucksack. Das letzte Mal habe ich den Rucksack KK 85 Liter vorgestellt von der Firma Fjell Rewe. Und da habe ich auch gesagt, dass ich mir noch was einfallen lasse. Heute versuche ich eine ähnliche Packliste in dem Rucksack von Tasmanian Tiger reinbekommen. Das ist der Field Pack, die erste Generation mit den Zusatztaschen, und der hat 80 plus 20 Liter, in Summe 100, und mal schauen, ob der aus meiner Sicht mehr geeignet ist als ein Jagdrucksack. Versuchen wir dann zusammen herausfinden. Aber was wichtig ist, ich habe ähnliche Sachen versucht hier reinzutun, wie schon erwähnt. Und das werden wir jetzt zusammen entpacken und gewisse Unterschiede auch feststellen. So, vorab zu dem ganzen Thema. Ich bin auf der Suche nach einem passenden Jagdrucksack für mehrere Tage im Revier und versuche alles in den Teil reinzubekommen, was mindestens für 3 Tage notwendig sein sollte. Und fangen wir einfach mal an und schauen wir, wie weit wir kommen. So. Kurz zum Rucksack nochmal. Das ist der Tasmanian Tiger Field Pack erste Generation mit den Zusatztaschen oben und seitlich. Die erste Generation aus meiner Sicht braucht auch diese Zusatztasche oben, weil es im Deckelfach gar keine Verstaumöglichkeiten hat. Es ist nur ein Deckel, und die seitlichen Taschen, ich meine, das ist vom Packmöglichkeiten auch sehr wichtig, dass man das mit dabei hat. Die Taschen kann man als Daypack zusammenzippen, und dazu gibt es extra Riemen, komme ich später drauf nochmal. Aber jetzt erstmal zu dem Packinhalt. Ich habe die gleichen Sachen hier reingepackt, was ich auch in Kaika reingepackt habe. Fangen wir einfach an. Ich muss sagen, ich war überrascht, wie schnell auch dieser Rucksack voll geworden ist, aber einfach einer nach dem anderen. Handschuhe, Arbeitshandschuhe, wie auch letztes Mal. Eine dünne Mütze und ein so Neckgaiter, Halswärmer. Dann Jagdhandschuhe. Jetzt von dem Fjell Rewe einfach übergenommen die Regenhülle. Dazu kommt keins. Ich muss dann einen separaten nochmal bestellen. Und ja, der Erste-Hilfe-Set. Damit ist auch schon der Pouch hier oben leer. Seitlich habe ich versucht, themenbezogen die Sachen einzupacken, wobei hier kam mein Entfernungsmesser. Und dann die 3 MREs für die 3 Tage, wie auch in dem letzten Video erwähnt, hier als Platzhalter. Ich weiß nicht, ob ich die verwenden werde, aber die habe ich mir jetzt als Platzhalter hier eingepackt. Andere Seite. Habe ich wiederum eine Flasche. Paracord. Unterlegplane, da
dann nochmal eine Flasche. Wie gesagt, die sind halt auch Platzhalter, weil auch hier wäre eine Trinkblase verdrückt. Komme ich später drauf. So mein Kochset ohne den Brenner. Oder damit sind die Seitentaschen oder die Zusatztaschen auch leer. Kommen wir schon im Hauptfach. Es gibt zwei Unterschiede, mindestens, die ich jetzt in dem Rucksack anders gemacht habe. Das eine ist, ich habe mein Fernglas gar nicht eingepackt. Das ist hier separat. Den habe ich mir gesagt, ja, man könnte das auch lösen, aber ich komme mal, wieso ich das nicht eingepackt habe, ich komme gleich auch drauf. Das zweite, was ich nicht reingetan habe im Vergleich zum Kaika, ist der Stativ für den Spektiv, weil hier eigentlich wie auch auf dem Kaika, aber auch im Kaika habe ich das nicht so gelöst. Man kann hier außen, also im Zeigen, hier einfach den Spektiv so festmachen und dadurch ist dann auch außen der Spektiv tragbar. So, Hauptfach. Ich habe hier platzhaltermäßig zwei Sachen im Gegensatz on top reingepackt. Jetzt habe ich, wie gesagt, zwei rausgehalten und aber zwei on top reingepackt. Einfach mal, um die volle Größe zu nutzen. Ein wichtiger Hinweis meinerseits, wenn man den Schneefang nicht mitverwendet, sondern einfach nur bis zu der ersten Ebene verpackt. Das zeige ich mal jetzt gleich. Ich habe jetzt zusätzlich ein Carinthia Defense Warm Schlafsack reingetan, damit es aufgeblasen wird. Und einen großen Tab. Zu dem werde ich noch ein separates Video kurz machen. Aber später, weil das ist was Neues. Und jetzt komme ich auf den wesentlichen Punkt, was ich bemerken möchte. So, jetzt sieht man das ein bisschen hoffentlich. Wenn man den Schneefang nicht mitfüllt, dann fällt dieser ganze Teil hier nach vorne, der ganze Deckelfach auch noch schräg nach unten. Ich versuche ein bisschen, wie soll ich das am besten zeigen, mal ein bisschen Abstand von der ganzen Geschichte nehmen. So machen wir das. So. Und so fällt nach unten. Ne? Dann wird es hier geschnallt. Und das hängt so schräg runter. Ich denke nicht unbedingt, dass dies so schön ist, daher, wenn man den Rucksack nicht ganz vollpackt, dann sorry für die Vibrationen, ich mache den noch mal ein bisschen einstellen, dann sieht das ein bisschen merkwürdig aus. Das ist jetzt meine Meinung, für jemanden könnte das auch super sein. Ich war jetzt davon nicht ganz überzeugt. Aber zurück zum Rucksack, also zu den Inhalten. Mein Gehörschutz kam diesmal hier rein, ins Hauptfach. Werkzeug ist jetzt auch in dem Hauptfach, aber das ist auch normal. Ich habe das in dem Kaika-Video entleert, da ist jetzt zusätzlich noch der Notbrenner und Panzertape und ein paar Kleinigkeiten,
aber halt marginaler Unterschied im Vergleich zum Thema Kaika. Das ist der gleiche Sack mit der Unterwäsche wie in dem vorherigen Video. Und eigentlich alles dann wiederum gleich wie bei Kaika. Die aufblasbare Isomatte Climate Static V Camo. Separates Video gibt es schon. Der No-Name Stativ, den habe ich jetzt nicht gesondert festgemacht, sondern einfach hier reingeschmissen. Und dann bin ich schon bei dem Defense 4 von Carinthia, den ich auch diesmal komprimiert habe mit dem Kompressionsriemen. Dann gibt es noch den Bodenfach, den man noch befüllt hat. Was ich hier drin habe, sind erstmal die zwei Riemen für die Datebags, für die Seitentaschen. Diese kann man zusammenzippen, jeweils 9 Liter, und dann kann man das über diese Schulterriemen auch tragen, wenn man will. Habe ich das einfach reingepackt. Dann das nächste ist der Sitzkissen, den ich habe. Der Tab, der kleine Tab. Und dann komme ich schon zum letzten Teil. Das ist die Schlafsackhülle mit Gore-Tex-Material von Carinthia. Dann ist schon der Rucksack auch leer. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mehr erwartet habe, aber ich war überrascht, wie schnell er voll war, weil das ist jetzt ein 100 Liter Rucksack und der Geiger von Fjällräven hat 85. Ich hätte eventuell noch einen Vergleich zur Größe machen können, wenn der Rucksack voll ist. Aber so ist es fair, dass beide Rucksäcke hier nebeneinander stehen oder stellen. Das mache ich jetzt schnell. So, hier der Kaika. Und so mal ein bisschen. So, was man sieht, schon auf den ersten Blick, dass der Kaika 4 länger ist oder viel höher ist, und auch von Breite her, dass der Hauptfach vom Kaika ist hier in dem Bereich einfach breiter. Ich musste den Defense 4 gar nicht komprimieren, um den in Kaika quer reinzubekommen. Hier war das schon besser so reinzubekommen. Das ist schon mal eine wichtige Info, und halt auch die Höhe ist dann teilweise so, also ein wenig kleiner oder halt das eher vergleichbar. Ohne den Seitentaschen wäre das definitiv zu klein, muss ich sagen. Auch wenn das heißt, es sollte 80 Liter haben und der Kaika in Summe 85, trotzdem ohne die Seitentaschen hätte ich keine Chance, ähnliche Menge an Sachen reinzupacken. Und der Kaika hat auch integrierte Seitentaschen, wo man auch länglich viele Sachen reintun kann. Daher war ich jetzt überrascht, aber beide Rucksäcke in Summe gefallen mir. Sagt ihr mir meine Meinung, was ihr für besser hält. Kommentare sind gerne willkommen. Und ja, mal schauen, was für ein Rucksack mein finaler mehrtägiger Jagdrucksack sein wird. Was ich noch habe, ist ein 65 Liter großer Abisko. Das ist dann dieser Rucksack. Den habe ich
bislang verwendet, wenn ich draußen im Revier war. Und ich muss sagen, ich suche eine alternative Größe. Ich hatte mal den Berghaus Kyklops Atlas und diese ganze auch große Rucksäcke. Aber ich möchte schauen, was ich noch hier bekommen oder optimieren kann. Gut, das war schon von meiner Seite. Das Video ist wieder ein bisschen länger geworden, aber hoffentlich war das nicht ganz uninteressant für euch. Über einen Kommentar würde ich mich freuen oder über ein Abo. Und bis dahin viel Spaß in der Natur. Weidmannsheil. Tschüss. Ciao.